Und damit sehr wahrscheinlich ein letztes Mal willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von The Witcher. Ja, The Witcher 1, Let's Play The Witcher, wie auch immer. Ich kann mich bis zum Ende hin nicht auf eine, auf eine Formulierung, auf eine Bezeichnung einigen. Egal, lassen wir das erstmal so stehen. Ja, die letzte Aufnahme, so wie es ausschaut. Ich bin ehrlich gesagt, ja, weiß ich nicht. Enttäuscht ist das falsche Wort, aber irgendwie, ich weiß nicht, es nähert sich dem Ende und irgendwie habe ich so ein Gefühl, wie soll ich sagen, ich habe keine Lust drauf, dass es, ja gut, schon endet, ist, glaube ich, nach mittlerweile über 170 Folgen etwas blöd formuliert, aber ja, unterm Strich, ich habe keine Lust, dass es schon zu Ende geht, in dem Sinne. Ja, aber davon lassen wir uns erstmal nicht weiter aufhalten, bringen wir es erstmal, würde ich sagen, noch zu Ende und dann schauen wir weiter, wie wir da denn allgemein weiter verfahren wollen. Und zwar, die zwei Sachen haben wir noch. Quest auf Karte verfolgen. Ach, wir können hier direkt nochmal über den Fluss drüber. Hier ist nochmal eine zweite Furt. Okay, das heißt, ich kann hier wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen nach unten und nach oben gehen. Dann möchte ich aber hier trotzdem erst einmal in diese Richtung gehen, weil vielleicht finden wir hier trotzdem einmal mehr noch was. Ist hier auch nochmal eine Furt oder ist das jetzt hier wieder nur Wasser? Nein, hier ist es in Anführungszeichen nur Wasser. Balissa, Balissa. Hier im Eck ist aber nichts mehr, oder? Nee. Okay, wie gesagt, ne, man kann ja nicht wissen. Lieber zweimal geguckt, als einmal was liegen gelassen oder so ähnlich. Und dann, ja gut, wie gesagt, hier sind noch ein paar Kräuter, die ich hier gerne nochmal mitnehme. Aber jetzt mittlerweile, wenn man sich unser Kräuter oder unseren Alchemiesack so anschaut, eher nur pro forma mitnehme. Tränke haben wir ja noch genug. Eine Silberklinge besitzen wir jetzt für unsere Gegner dort an dieser Stelle. Aber bevor wir die jagen, sehe ich da hinten nochmal einen Ort der Macht. Schwalbe, 1 Stunde 15 Minuten, den Segen des Feuers vom Kreis der Elemente. Aber kann ich mir trotzdem hier nochmal, ja, den Ort der Macht einverleiben, klingt nicht so ganz, aber halt mit dem Ort der Macht interagieren, weil sie dieses Ritual durchführen. Und zwar, alle Zeichen sind für, was, für 5 Minuten? Ne, für 5 Stunden, ja, ne? Auch hier, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ach ja, die Sammelwut. Du gehst vorbei, willst es eigentlich liegen lassen, aber trotzdem nimmst es dann noch mit. Naja. Ach ja, eine schöne Karte. Ein schönes Gebiet, eine schöne Region. Trotzdem lasse ich mich hier immer wieder ablenken. Zurück jetzt hier zu unseren, ja, wie soll ich sagen, Echsen? Weiß ich nicht, ob das so zutreffend ist, aber auf jeden Fall hier mal zurück zu den Viechern, die wir noch jagen dürfen an dieser Stelle. Wyvern, Wyvern, Königswyvern, aber weißt du was? Die machen bestimmt wieder brachialst viel Schaden und wir haben noch 2 Diamantstaub. Oder zweimal Diamantstaub. Das heißt, wir machen einmal Diamantstaub hier drauf. Was macht der nochmal? Ich glaube 40% Schaden, ne? Genau, das ist gleich geblieben wie im Hauptspiel. Hier ist erstmal nichts weiter. Was haben wir hier noch? Genau, Ausdauer und König und Königin. Erfüllt Gegner in der Nähe auf magische Weise mit Furcht. Ich glaube, ich werde hier in dem Add-on wenigstens einmal noch eine Bombe werfen, dass ich sie wenigstens einmal eingesetzt habe. Aber ja, nicht auf die Wyvern. Vielleicht später nochmal. Obwohl, nee, lässt Gegner fliehen. Ich weiß nicht, ob die immun gegen Furcht sind. Steht da irgendwas im Ungeheuerbuch dazu? Wyvern und Königswyvern. Immunität gegen Lähmung und Vergiftung. Immunität gegen Lähmung, Gifte und im Allgemeinen furchtlos. Okay, würde bei der Königswyvern nicht funktionieren. Okay, also hier auch eine sehr große Reichweite. Da kommt er schon angerannt. Kann ich die eigentlich anzünden? Mal so testweise. Kann ich anscheinend. Für den starken Stil ist das hier nicht wirklich sinnvoll. Das heißt, schön auf den auf den schnellen Stil wechseln. Oh, 125 Punkte. Das geht ganz ordentlich. Da liegen schon die Überreste Wyvernfleisch. Muss ich 3 Stück töten oder muss ich 3 Portionen Wyvernfleisch organisieren? Wie war das? Zeig mal her. 3 Portionen Wyvernfleisch. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem einfach mal alle nieder. Da kommt der zweite schon angerannt. Der hat mich sehr schnell gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir sollten nicht zu den Königswyvern hin und rollen. Aber jetzt halten wir gerade hier die Position. Das heißt, das ist okay. Hat er gerade für 44 Punkte Schaden an mir verursacht. Warte mal. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ja, komm zu mir. Der Trank wirkt ja noch, ne? Ja, noch eine Dreiviertelstunde.
Das heißt, ich warte mal schnell, bis sich hier unser Leben wieder komplett erholt hat. Wie viele Lebenspunkte haben wir insgesamt? 500. Okay. Also drei Wyvern. Nee, der hat wahrscheinlich eine 100%ige Chance, dass da entsprechend was dabei ist an Wyvernfleisch. Weil sonst wäre das ja blöd mit ja, der Anzahl an Gegnern. Wobei, ich laufe dahin, da kommen wahrscheinlich wieder neue Wyvern runter. Man kennt's ja. Na komm. Na schau, da kommt sie doch schon. Ach, Moment, kann ich bei der, weil die ein bisschen größer ist, den starken Stil verwenden? Nee, kann ich hier verwenden. Und das sogar sehr effektiv, so wie ich das sehe. Okay, also der Diamantstaub, das Feuerzeichen und der starke Kampfstil, das ist eine sehr unschöne Kombination für dieses arme Tier. Aber für dieses arme Monster. Ich muss dieses Fleisch zu Daedra bringen. Natürlich gerne, aber vorher erst nochmal hier die Winkel abschauen. Oder Absuchung, haben wir hier auch nochmal eine arme, ja, arme, bemitleidenswerte Überreste. Genau, das Schöllgrat haben wir von der anderen Seite, vorhin sah ich schon, oder halt in einer der letzten Aufnahmen von der anderen Seite gesehen. Und jetzt dachte ich schon, er ist mir wieder abgestürzt, der PC. Heieiei, habe ich sehr selten, dass man hier... Sag ich schon, ich kann da durch. Ne, das habe ich echt sehr selten irgendwie, aber... Ne, umgekehrt, das hatte ich schon damals im... ersten Witcher-Teil, wenn auch damals wie heute sehr selten, jetzt hat es gepasst, dass sich das Spiel aufhängt. Ich möchte jetzt hier in der letzten Aufnahme aber nicht verschreien, wahlweise hier, dass ich irgendwelche Ruckler oder sonst irgendwas habe. Ja, aber wie gesagt, solange es so ruckelt und dann weiterläuft, ist ja alles in Ordnung. Ansonsten, hier scheint aber dann nichts weiter zu sein, ne? Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich gleich ein paar Wölfe auftreiben. Ach, schau an, ein Skelett, also doch noch. Ganz da hinten, also fast schon wieder in den Bergen selber. Einmal meine Silberklinge zu mir. Ah, kann ich mich da irgendwie voranschleichen, ohne dass der mich direkt abschießt? Wahrscheinlich nicht, ne? Die letzten paar Meter werden wir wahrscheinlich... Na wohl. Ja, und er schießt natürlich wieder direkt. Einmal anzünden. Ja, ja, die Dinger, die auf den Leichen... Wie war das? Auf den Leichen unschuldiger Opfer oder irgendwie so ähnlich wachsen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, worauf die wachsen. Höchstwahrscheinlich auf Leichen. Und jedes Mal greifen die uns an. Aber ja, jedes Mal gehen wir siegreich hervor. Was ist, können wir jetzt ja nicht hier sein. Ein Skelett. Ja, der Stahldolch. Ein Malmstein. Malmstein war mit 20%. Genau, der da oben war. Der Schleifstein war mit 10%. Dann hier 14 Ohrens und die zwei Sachen lassen wir liegen. Ja, hier hinten irgendwie in die Ecke gedrängt. Wahrscheinlich wollte er dann an den Wyvern vorbei irgendwie hier wieder rauskommen. Hat sich hier wahrscheinlich auch verlaufen oder so. Und das war's dann für den armen Herrn, für die arme Dame, wie auch immer. Schöllkraut, Wurzeln. Hier sind nochmal genug Kräuter und alles. Aber ich glaube, ansonsten sind wir hier fertig, tatsächlich. Das heißt, wir geben jetzt erstmal das Fleisch ab. Ein kurzes Gastspiel hinten tatsächlich mit dem Wyvern. Ich habe gedacht, da wären vielleicht mehr, wie soll ich sagen, das wäre vielleicht knackiger oder so, aber ganz souverän haben wir das gelöst. Das heißt, wir können jetzt doch nochmal, weil wir diesen Weg nicht gegangen sind, einfach mal den normalen Pfad hier nehmen und zurückkommen quasi hier an diese Stelle. Jetzt müssen wir einmal quer durch das ganze Gebiet sprinten. Schöllgrau, Zaunriemenwurzel, Kreis der Elemente. Ach, der Weg würde sogar hier unten am Kreis der Elemente vorbeiführen. Ah ja, dann wären wir hier wieder. Hier hinten müsste dann irgendwo der Weg gewesen sein. Wolfsaloe. Hier müsste doch irgendwo der Weg gewesen sein, hoch zu der alten Mine, oder? Ach, da vorne erst. Da bin ich ja viel zu früh wieder dran. Viel, viel zu früh. Einmal hier ganz fix weiter. Genau, hier ist das Wasserrad. Schöllkraut, Schöllkraut, genau das liegt alles hier rum. Aber gab es da oben noch mehr? Da gab es da oben jetzt bloß diesen Mineneingang. Ich meine, schauen kostet ja nichts. Oder gab es da nochmal einen Gang nach links oder nach rechts irgendwie so? Nee, hier war bloß der Mineneingang, so wie ich das sehe. Okay. Hätte es sein können, dass wir noch irgendwas finden. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, aber nö, hier war dann nichts mehr. Schöllkraut, noch mehr Schöllkraut. Und hier unsere Feste, in die wir jetzt nochmal reinspazieren werden.
Und das Wetter fällt mir jetzt erst auf. Regnet es schon die ganze Zeit oder hat es jetzt erst kurzzeitig oder kurzfristig, wie auch immer, mit dem Regen angefangen? Ach ne, jetzt kommen wieder die Wölfe höchstwahrscheinlich. Mein Stahlschwert zu mir in den Gruppenstil. Ja, weißt du was? Ich laufe jetzt einfach mal an euch vorbei, weil ich es kann. Wir werden sehen, was passiert. Ah ja. Wir schauen mal, wie weit wir laufen können, bis sie uns, bis sie aufhören, uns zu verfolgen. Das war einfacher als gedacht. Wobei ich mich jetzt wahrscheinlich gleich umdrehe und habe die direkt wieder hinter mir. Ja, doch, einer will mich noch weiter verfolgen. Wir gehen erstmal so weiter. Weil ich sag mal, die Wölfe, die wären jetzt der reinste Zeitfresser. Also ich bin natürlich noch gerne hier, aber ohne, ich sag mal, einen sinnvollen Quest hier noch irgendwie zu machen. Ich meine, Erfahrungspunkte farmen, dass wir hier vielleicht noch einen Level bekommen, mit dem wir zwei oder drei Talentpunkte noch irgendwie freischalten können. Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Das gibt sich, der rennt mir den ganzen Weg hinterher. Okay, also wie gesagt, eigentlich wollte ich hier kein Wolfsfarming mehr betreiben, aber wenn er noch möchte, wahrscheinlich riecht er bloß das Fleisch in der bei uns in der Tasche, aber muss ich ihn leider enttäuschen, das ist nicht für ihn. Und da oben sind die zwei Wölfe und der Idris selbst, das heißt, wir werden das jetzt erstmal abgeben und dann uns mit den Hexern besprechen. Wie wir denn weiter verfahren wollen. Ich habe schon eine sehr starke Tendenz, was höchstwahrscheinlich auch nicht schwer zu erraten war. Aber wir werden sehen. Geralt? Hä, was? Was soll, hä? Wölfe würden Wyvern kaufen. Von euch würden sie gar nichts annehmen. Ich werde sie selbst füttern. Djebel Beanshi. Und hier ist die Rune, die ich euch versprochen habe. Ach so, jetzt, aha, Wölfe würden, aha, jetzt habe ich es verstanden, okay. Hübsches Spielzeug? Warum schaut ihr mich so an? Wieso hübsches Spielzeug? Das Schwert, oder was? Ach so, die Rune wahrscheinlich, oder? Warum schaut ihr mich so an? Hexer, wisst ihr eigentlich, dass viele Prinzessinnen Batist auf ihrer Haut tragen? Wenn das so ist, passt auf euch auf. Ist das eine Frage, die einer Prinzessin ziemt? Was zur Hölle wisst ihr schon über Prinzessinnen? Ich war eine und weiß daher allzu gut, dass das Vergnügen dabei der Tatsache geschuldet ist, alles tun zu können, was man möchte. Muss ich euch erzählen, was ich möchte, oder könnt ihr es erraten? Ja gut, dann sind wir anscheinend mit dir einfach mal eiskalt in der Kiste gelandet, ohne dass das irgendwie auch nur ansatzweise absehbar war. Wunderschön, haben wir das auch geklärt. Das ist, ja. Ach, hier sogar noch mit dem Vermerk, klicken, um die Karte anzusehen. Ja gut, im Vergleich zu den anderen Karten schaut es hier noch sehr, ja, ziemlich aus oder so ähnlich. Wo hatten wir es denn? Wie waren denn hier das letzte Mal? Allerdings behauptet er auch, dass... Nee, das hatten wir. Hier, oder? Ja doch, Daedre wurde Eskils unerwartetes Kind, als der Hexer das Leben ihres Vaters rettete. Aus Dankbarkeit hatte der Prinz von Kaingorn Eskil versprochen, ihm zu geben, was ihm bei seiner Rückkehr nach Hause Unerwartetes begegnen sollte. Eskil und das Mädchen haben ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. Einige behaupten sogar, dass sie durch Schicksalsbanden gefesselt sind. Das klingt ja jetzt eher unschön. Und hier nochmal zu Eskil selber. Der ruhige und vernünftige Hexer ist mein Gefährte. Wir sind uns auf so viele Weisen ähnlich, dass einige Leute ihn für meinen Bruder halten. Oh ja, schau, wusste ich auch nicht, dass sie sich dermaßen ähnlich sind. Und den abgeschlossenen Quest. Hungrig wie ein Wolf. Daedre war dankbar für die Hilfe und gab mir einen Runenstein als Belohnung. Ich glaube, dass Daedre mir dankbar ist. Ah ja. Sehr schön auch in der letzten Aufnahme, was soll ich sagen? Sehr schön, auch in der letzten Aufnahme ist er direkt in irgendwelche Bettgeschichten reingerutscht, wortwörtlich. Das war so, ja, eigentlich ja nicht geplant, ne? Aber gut. Sabrina war mir für die Bestienleber dankbar und belohnte mich reichlich. Ich glaube, dass Sabrina mir dankbar ist. Okay.
So, und hier wahrscheinlich... Genau, Kikimon, Vesemir will, dass wir uns entscheiden, was wir mit diesem Mädchen machen wollen. Wir müssen uns entscheiden, was wir mit diesem Mädchen machen wollen. Ach nee, das haben wir beim letzten Mal schon. Das war toll. Ah ja. Hexer, wisst ihr eigentlich, dass viele Prinzessinnen Batist auf ihrer Haut tragen? Wenn das so ist, passt auf euch auf. Ja, wenn ich das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen blöd an diesen, also blöd, ja doch blöd an diesen Dialogen, dass man da, wie soll ich sagen, nicht mal im Ansatz abschätzen kann, in welche Richtung sich das jetzt hier entwickelt. Weil ich wäre eigentlich mit dem Runenstein schon komplett zufrieden gewesen, aber naja, wie schaut's aus? 20.30 Uhr, gut, dann meditieren wir nochmal bis in die Morgenstunden. Dann werden wir uns mal bei helllichtem Tage um das Problem mit der Dame kümmern. Und dann werden wir hier jetzt wieder die Hexerfeste verlassen. Und direkt mal zu den anderen Hexern gehen. Was anderes ist ja nicht mehr zu tun. Nach hier unten. Die Gans ist noch da. Das Feuer brennt noch rund um das wahrscheinlich Wildschwein. Hiermit sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Wahrscheinlich durch unsere 10 Stunden Nächtigung. Oder durch unsere 10 Stunden Meditierungsprogramm, wie auch immer. Sind wahrscheinlich hier und da wieder ein paar Gegner aufgetaucht. Stehen die Wölfe dann noch hier jetzt hier am Waldrand und greifen uns an? Oder sind die weg? Oder wie wird das hier gehandhabt? Ich sehe hier keinen Wolf. Das heißt, wir können hier erstmal dran vorbei. Das ist schön. Da sind sie doch. Wolf? Ach, ich glaube, man konnte jetzt nochmal mit allen dreien reden, bevor man sich entscheidet. Was haltet ihr von all dem? Lasst uns diesem Frauenhelden und seiner Hexe zeigen, was passiert, wenn man Hexer bedroht, und das Ganze als eine Lektion in Sachen Respekt betrachten. Ihr meint also, wir sollten uns einmischen? Sie sind hierher gekommen, ohne uns eine Wahl zu lassen. Es wäre feige, jetzt einen Rückzieher zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, wie Eskil sich fühlen würde, wenn wir das Mädchen auslieferten? Ich versuche gerade, mir einen Überblick zu verschaffen. Wolf? Alles klar, also Lambert ist schon mal dafür, dass wir uns einmischen. Wundert mich jetzt weniger, aber ja. Man sieht sich. Sammelt so viele Informationen, wie ihr könnt, Wolf. Haben wir doch schon, oder? Wolf? Ich muss mich umschauen. Okay, also wir konnten nur noch mal mit Lambert extra sprechen, oder wie? Sammelt so viele Informationen, wie ihr könnt, Wolf. Wolf? Wir sollten eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns entscheiden, wie wir mit Daedre und ihrem Bruder verfahren wollen. Eskil möchte unser aller Meinung hören. Dies betrifft unsere Sicherheit und Kaer Morhen. Ein Fehler könnte uns teuer zu stehen kommen. Ich denke, wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Wir haben mit Sabrina geredet, wir haben mit den ganzen Lagerleuten geredet, wir haben mit Daedre geredet, selbstverständlich, und mit den anderen beiden Hexern. Ja, dann wollen wir beginnen. Dann wollen wir beginnen. Ich fange an. Ich sage, dass wir uns da raushalten sollen und damit auch dem Mädchen keinen Schutz mehr geben können. Der Grund ist ganz einfach. Wenn wir uns einmischen und Sabrina Hänselt informiert, werden wir für Jahrzehnte keinen guten Stand in Kaetwyn mehr haben. Lambert? Daedre ist mir im Grunde vollkommen egal. Aber ich kann es nicht ertragen, dass so ein Blaublütiger, der über drei Kohlenhügel herrscht, hier auftaucht und Gehorsam verlangt. Dies hier ist Kaer Morhen. Die königliche Autorität reicht nicht bis hierher. Ich denke, dass wir den Adligen und seine Zauberin davonjagen sollten. Was ist mit euch, Eskil? Ich bin mir nicht sicher. Ich verstehe Vesemir. Aber andererseits schulde ich dem Mädchen etwas und fühle mich ihr verbunden. Ich kann in dieser Sache nicht objektiv urteilen. Ich möchte gern eure Meinung hören, Wolf. Da
Tja, und da mir diese Zauberin schon von Anfang an hochgradig nach wie vor unsympathisch ist oder war, wie auch immer, würde ich doch mal ganz klar sagen, Nummer 1.